Hallo liebe Freunde der E-Mobilität. Heute melde ich mich aus dem Ausland. Und zwar bin ich hier in Kamen. Hier gibt es einen Supercharger. Den kennen vielleicht einige schon. Wenn man so ein bisschen in Deutschland unterwegs ist, dann kommt man eigentlich am Supercharger Kamen nicht drumrum. Und direkt daneben gibt es unter anderem Autohaus, Kentucky Fried Chicken, McDonald's. Ja, und unter anderem Conny's Diner, und da stehe ich jetzt direkt davor, weil nämlich heute hier ein sogenanntes E-Karre Tesla Treffen ist. Genau so heißt das Ding, finde ich einen ziemlich coolen Namen bezüglich Karre. Ja, wir fahren ja immer noch Karren. Eins der wenigen Sachen, die man also bei allen Autotreffen immer wieder benutzen kann. Ja, mein Handy spinnt irgendwie, ich habe keinen Internetempfang mehr. Mein Google Maps auf dem Handy hat mir gesagt, ich brauche 3 Stunden hierhin. Ich war in 1:40 hier, dementsprechend habe ich jetzt sehr viel Zeit. Ich zeige euch gleich nochmal kurz den Supercharger. Ist allerdings ein bisschen dunkel hier. Und ja, Conny's Diner, da wollte ich immer mal hin. Aber immer wenn ich hier am Supercharger stand, hatte ich entweder keine Zeit, weil das Auto immer viel zu schnell vollgeladen ist. Da hat es nur für McDonald's, Burger King oder irgendwas Schnelleres halt gereicht. Ja, und heute habe ich mal Zeit, hier mir mal schön was zu gönnen. Und das sieht so aus. So sieht das aus. Schick gemacht. Und ja, wir treffen uns ja immer bei Miss Pepper, auch in American Diner. Dann schauen wir mal, was die Conny kann. So, hier seht ihr den Supercharger Cam. Hier laden jetzt gerade 4 Teslas. Direkt nebendran eine der ganz seltenen und wenig verfügbaren Wasserstoff-Ladestationen. Oder Entschuldigung, Tankstellen. Dahinter sehen wir noch eine klassische Tankstelle. Ja, und wenn ich mich hier einmal umdrehe, haben wir hier also den Burger King. Das hier ist jetzt schon die Rückseite von Conny's Diner. Und ich denke, dass wenn hier die Leute kommen, dann laden die erstmal kurz ihren Akku und gehen dann rein. Schauen wir mal, bin gespannt. So, ich stehe jetzt hier immer noch am Diner. Ich habe ja sehr viel Zeit. Ich weiß auch inzwischen, warum ich mein Google Maps auf dem Handy so in die Irre geführt hat mit über 3 Stunden Fahrzeit von Bonn hierher. Das war ja schon ein bisschen übertrieben. Der Hintergrund war der, dass ich, als ich das Model 3 abgeholt habe, von Neuss direkt zum Folierer nach Erftstadt gefahren bin und ich wollte eigentlich dann nicht über die Autobahn fahren, so dass ich also nicht die ersten Steinschläge kassiere auf der Autobahn. Gut, ich bin dann doch über die Autobahn gefahren, langsam. Und habe Abstand von LKWs gehalten, das hat alles gepasst. Das war eh am 23.12., da war jetzt nicht so viel unterwegs auf den Autobahnen. Und ich habe gerade die Meldung bekommen, dass hier die Maximalkapazität nur 20 Personen sind. Da würden wir in Bornheim also eigentlich so gut wie jedes Mal darüber schießen. Eigentlich so seit einem halben Jahr sind wir da immer deutlich drüber. Und ja, was ich sehr geil finde, was ich euch nicht vorenthalten wollte, ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz und da steht ein Tesla in schwarz. Und ihr seht das vielleicht unten, da gibt es eine Beschriftung Conny's Diner. Also Conny's Diner fährt elektrisch. Sehr schön, das hat er jetzt gesagt. Also, geht auf Pommes. Erstmal möchte ich euch recht herzlich begrüßen. Im neuen Jahr wollen wir natürlich ein bisschen mehr noch nach vorne pushen und diverse Veranstaltungen durchführen. Da freue ich mich natürlich dann auf eure Teilnahme, auf eure Regelteilnahme. Vielleicht fangen wir mal so mit 2, 3 Aktionen an. Gerne hinterher mehr, wenn sich das ergibt, dass ihr sagt, hey toll, das ist gut gelaufen, da möchten wir gerne mehr von. Grundsätzlich geht es uns als Verein unter Strohmann e.V. generell um die E-Mobilität. Natürlich ist Tesla da Vorreiter und auch so ein bisschen Zugpferd, sodass wir bei Veranstaltungen natürlich auch gerne möglichst viele Teslas dabei haben würden, aber auch, ne, ich habe gerade gesehen, das Nionic draußen, gerne auch alle möglichen anderen E-Fahrzeuge. Ja, ich habe jetzt einfach mal wieder so ein paar Zettel mitgebracht. Einer davon wäre jetzt eine Teilnehmerliste. Grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn wir einfach mal so eine Teilnehmerliste machen, damit wir wissen, wer alles so rege an den Treffen teilnimmt. Den Namen kann man sich eh nicht merken. Ne? Ich kenne einige Namen, aber ich kann eben nicht alle immer direkt zuordnen, dass ich einfach mal so einen Überblick davon bekomme, wer ist oft dabei, wer sagt, hey, das ist eine tolle Sache, da möchten wir gerne uns einsetzen. Einmal habe ich hier so eine Teilnehmerliste, die sich dann im vorletzten Jahr sind wir mit 14 E-Autos hier in Unna auf den Markt gefahren. Das war aber dann nur an einer Stelle. Wir haben das schon für die Riesenwirbel. 14 E-Autos. Im letzten Jahr waren es 19. Nee, 14. Und im letzten Jahr waren es 19 E-Autos. Wir hatten eigentlich die Begrenzung von 20. Da hat auch einer abgesagt.
trotzdem mit 19, das war schon ziemlich eng, aber es ist natürlich umso mehr aufgefallen. Wir hatten diesmal dann auch schon mehrere Teslas dabei. Ist schon geil angekommen, eine mega Zeitungs-Information oder eine Zeitungsseite dann. Das war schon toll. Ich würde das natürlich gerne toppen und ich würde das natürlich auch gerne verbinden, vielleicht mit nicht zu vielen, aber vielleicht ein, zwei weiteren Orten. Weil man muss sich vorstellen, wir haben das letztes Jahr dann noch mit Menden kombiniert. Die Fahrt dahin dauert schon 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann bist du da nochmal vielleicht ein halbes Stündchen. Es soll jetzt nicht so sein, dass jeder einen ganzen Samstag im Mai, wo man vielleicht auch andere Sachen, wo man vielleicht grillen will oder sonst irgendwas machen möchte, in Anführungsstrichen mit verplempert. Das sollte sich schon konzentriert auf vielleicht zwei, drei Orte handeln, auf denen wir, bei denen wir dann auch so eine Anlage von Teufel, das schwebt mir vor, dann müssen wir dann nochmal gucken, mit gewählten Sponsoren da vielleicht mal, dass man sich sowas ausleiht. Ich hatte beim ersten Mal auch Kinderchor im Visier. Ich weiß nicht, ob ihr diese Video kennt von VW, das Werbevideo. Ausgehende VW hat also einen Kreisverkehr in irgendeiner Stadt, wo dann auf einmal weiße Autos, E-Autos von VW, in so einen Kreisel reinfahren und dann, da geht mir jetzt noch ein Schauer über den Rücken, ist so ein Kinderchor, der dann Enjoy the Silence singt. Und überall, und dann nur noch diese Autos, keine Brumm, und man hört vorher den ganzen Krack von anderen Autos. Und dann fahren die E-Autos da rein und dann läuft dieser Enjoy the Silence Kinderchor. Ich sag, mir läuft jetzt der Schauer an. Also sowas wäre natürlich Bombe. Das ist aber auch immer schwierig zu koordinieren. Das ist nicht nur schwierig zu koordinieren, die Leute nicht anzunehmen, sondern auch... dürfen ja die anderen nicht dabei sein, ne? Erstmal dürfen auch nicht alle davon mitbekommen, es dürfen wirklich nur die Teilnehmer oder die möglichen Mitfahrer davon ja mitbekommen. Es soll ja eine Überraschungsaktion sein, es soll ja eben nicht angekündigt werden vorher. Das Ordnungsamt muss Bescheid wissen und muss auch dann passen. Oftmals sind ja zum Beispiel, jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wieder irgendwelche politischen Aktionen, wo dann sowas dann eben schon mal nicht mehr funktioniert, weil SPD, CDU, Grüne, keine Ahnung, irgendwie einen Stand auf dem Markt aufgebaut hat, dann funktioniert das schon mal. Deswegen habe ich hierfür, wie gesagt, eine Liste. Da habe ich jetzt alle 5 Samstage im Mai aufgeführt. Das würde dann als Namen und entsprechend an den Tagen, an denen ihr eventuell könntet, schon mal einen Haken setzt. Einer davon ist ja irgendwie in Linden von so einem. Ne? Ja, das ist glaube ich ein Sonntag, hat gerade einer gesagt. Denkerschüren meinst du vielleicht? In Hilden? Ja, Hilden. Ja, das ist glaube ich ein Sonntag. 17.05. ne? 17.05. Ist ja auch egal. Grundsätzlich tragt ihr bitte ein. Natürlich wollen wir keine anderen Veranstaltungen untergraben oder jetzt zeitgleich da was machen. Das macht natürlich keinen Sinn, das habe ich nicht vor. Aber vielleicht tragt ihr einfach ein an den Sachen oder an den Terminen, wo ihr meint, dass ihr könnt. Mit einem Haken setzen. Je mehr Leute ich da jetzt habe, desto eher kommt sowas natürlich auch zustande. Das ist der erste Zettel, den ich gleich umgehen lasse. Dann habe ich nochmal so einen wunderbaren Zettel. Und zwar möchten wir natürlich auch generell den Vorurteilen der E-Mobilität so ein bisschen entgegenwirken. Da gibt es 1000 Themen, wir hatten das neulich schon mal angesprochen, aber ein Thema davon ist zum Beispiel, was passiert mit Autoakkus? Was soll damit gemacht werden? Na ja, das kommt ja in Sondermüll oder sonst was. Nein, es gibt ja Firmen, die das wiederverwerten, zum Beispiel Remondis in Lünen. Mit dem habe ich heute noch Kontakt gehabt und grundsätzlich müssen wir da mit der Marketingabteilung von denen sprechen. Der grobe Plan von uns wäre, wir fahren da mit mehreren E-Autos hin, also nicht nur Tesla, sondern auch anderen E-Fahrzeugen und drehen einfach mal ein Video und lassen da vielleicht jemanden von Remondis darüber nochmal 5 Minuten erzählen, was Remondis mit alten E-Auto-Akkus macht. Und da, auch hierzu habe ich ein paar Termine vorgeschlagen. Da habe ich dann das so gemacht, dass wir dann dass ich unsere Mittwochstermine für den Stammtisch genommen habe, aber dann immer eine Stunde vorher, also 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob das jeder schafft, aber ich wüsste nicht, wir können uns ja nicht die ganzen Samstage zuballern mit irgendwelchen anderen Aktionen. Ich würde sagen, dass wir dann einfach mal, dass wir uns vorher um 18 Uhr, wer Interesse daran hat, das muss ja nicht jeder machen, aber dass wir um 18 Uhr uns dann bei Remondis in Lünen treffen und je mehr E-Autos dabei sind, desto cooler kommt das Ganze rüber. Dann kann vielleicht der Christian oder wer auch immer noch mal ein Video machen und was bei YouTube posten. Ja. Der steht und ja. Dann hier. Ja, so ist der grobe Plan. Wo ist er hin? Der steht. Wir freuen uns natürlich über jeden Teilnehmer. Je mehr, desto besser. Das ist ja wie bei allen Geschichten. Ich lasse jetzt einfach mal bei euch. Fange ich an, umgehen und ich
Ich hoffe, ihr macht da bei diversen Sachen mit. Guten Glück. Ich würde mich freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Und wird mal sagen, bis später. So, liebe Freunde, ich bin hier beim Tesla-Treffen in Cannes und gerade ist ein bisschen großes Chaos hinter mir. Ich gehe mal mit dem Mund ein bisschen näher ans Mikrofon, weil sonst versteht nichts mehr. Der Organisator von dem Ganzen ist jetzt gerade hier rausgestürmt, weil jetzt gerade die Autos wieder getauscht werden am Supercharger. Ist natürlich praktisch, wenn man sowas hier vor der Tür hat. Und so sieht das hier aus. Wir haben gerade eben erfahren, dass extra ein Kellner für uns gekommen ist, weil sonst wohl nicht so viel los ist hier. Und ich melde mich gleich zurück. Ich habe ein kleines Interview geplant mit dem Lars, der das Ganze hier organisiert. Freunde der E-Mobilität, ich melde mich hier von Cannes und ich habe jetzt den Lars hier neben mir sitzen und wollte den mal fragen, wie das Ganze dazu gekommen ist. Ja, hallo liebe Leute und E-Mobilisten. Mein Name ist Lars Krieger. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins Unter Strohmann e.V. Wir sind seinerzeit mit 7 Personen und E-Mobilisten gestartet, um die E-Mobilität im Kreis Unna und Umgebung etwas nach vorne zu bringen mit diversen Aktionen. Unter anderem hat sich hier der Tesla-Stammtisch entwickelt. Der findet wie oft statt? Der findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Ist er denn? Dieser erste Mittwoch fällt auf einen Feiertag, dann wird es auf einen darauffolgenden Mittwoch statt. Das wäre in dem Fall jetzt heute zum Beispiel der 8. anstelle vom 1. Naja, machen wir dann. Aber für die restlichen Termine, die jetzt im Jahr anstehen, bleibt es der 1. oder gibt es da noch andere Termine, die ein bisschen fragwürdig sind? Nö, bleibt üblicherweise der 1. Mittwoch im Monat. Okay. So, und du würdest dich freuen, wenn noch mehr Leute kommen oder seid ihr hier ausgebucht oder wie sieht das aus? Natürlich. Man hat den Anschein, wenn man mal kurz reinschwenkt, genau. Ist schon. Es sind schon einige da, das heißt, wir sind jetzt bei knapp über 20 Personen, auch beim letzten Mal schon knapp über 20 Personen gewesen. Wichtig ist immer, dass ich eine Anmeldung per E-Mail bekomme, ganz weil jeder natürlich, meldet euch an. Genau, am besten meine E-Mail-Adresse lars.krüger mit Ulrich Emil @unterstrohmann.de, weil ich das Ganze hier koordiniere und auch nicht immer der Laden hier so verfügbar ist. Und wir dann halt auch immer entsprechende Sitzplätze reservieren, damit keiner stehen muss oder sagt, ja, ich sitze jetzt hier 3 Tische weiter und hat keinen Kontakt zur restlichen Gruppe. Das habe ich gerade eben schon mal kurz gesagt, weil unser Kellner hat ja auch gesagt, dass er extra für euch jetzt quasi hier war. Geordert wurde, super. Richtig. Ja. Wenn wir jetzt hier spontan hingekommen wären, wäre das nicht so gut organisiert abgelaufen, wie es ist. Ja, ich hatte gestern noch mit der Chefin hier vom Königsdeiner gesprochen, die sagte, hier morgen haben wir unseren Stammtisch. Und hat er gesagt, ja, in der letzten Zeit hat man so ein bisschen Engpass mit Personal. Das ist aber auf einem guten Weg. Und ich habe das auch bemerkt, dass wir manchmal ein bisschen gewartet haben. Aber das hatte seine Gründe. Und ja, sie hat jetzt tatsächlich jemanden extra für uns heute rangeholt. Und da sind wir natürlich sehr zufrieden. Und hat natürlich mal wieder Bombe geschmeckt. Genau. Freundsteak. Läuft. Richtig. Ja, kann ich nur empfehlen. Also ich will jetzt nicht gegen Miss Pepper schießen, aber die Qualität hier kann man schon genießen. Ja? Auf jeden Fall. Hier ist es jetzt auch so, dass der ganze Parkplatz also rund ums Haus komplett ist mit Teslas. Toll. Ist jetzt nicht so schön abgesperrt gewesen wie bei uns, aber das wäre ja vielleicht eine Idee für die nächste Treffen. Hast du schon erwähnt? Genau. Super Idee. Ja? Ich habe mit der Conny auch schon eben gesprochen. Die fährt selber auch ein Model S. Okay. 85. Ja. Facelift-Modell. Ist auch beschriftet mit Werbung und sie hat auch direkt ein QRS Rescue Sheet natürlich bekommen. Den ich von mir auch gleich zulegen werde. Ja, sehr gut. Das ist eine tolle Sache. Ja. Kann ich nur jedem raten. Ich meine, ich habe es noch nie ausprobiert, hoffe, dass ich es nicht brauche, aber erstmal eine gute Sache. Und genau. Wir haben auch einen Feuerwehrmann bei uns im Verein, den ich darüber informieren werde. Genau. Das ist sicherlich auch eine tolle Sache für ihn. Vielleicht kriegen wir den nochmal zum Interview, ne? Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Okay, ich denke, das war es dann hier aus Cannes. Möchtest du noch letzte Worte loswerden an zukünftige Besucher, die kommen? Ja, natürlich. Erstmal herzlich willkommen, auch in Zukunft. Meldet euch gerne bei mir an. Wir freuen uns über jeden, der hier teilnimmt. Wir haben natürlich nicht nur ein lockeres Zusammensitzen hier, sondern wir haben natürlich auch Events und Termine vor, unter anderem den einen oder anderen E-Mobilitäts-Flashmob, um andere noch nicht E-Mobilisten zu überraschen oder in Zukunft dann eventuell auch Informationsvideos vor, die gegen die Vorurteile der E-Mobilität so ein bisschen
genutzt werden können. Genau, man muss jetzt dazu sagen, der Lars hat eben eine Ansprache gehalten, die ich jetzt nicht so wie geplant, also auch dann komplett jetzt in dieses Video schneide, aber dort ist zum Beispiel geplant ein Termin mit der Firma Remondis, wo es speziell darum geht, wie funktioniert das mit dem Recycling der Akkus von Elektroautos. Genau, da wurden verschiedene Termine jetzt hier vorgeschlagen, wo man sich anmelden kann. Und, muss mit denen noch abgestimmt werden, genau, natürlich alles. Falls das alles funktioniert, ich vor Ort sein werde, werde ich definitiv. Super, alles klar. Ja, dann verabschieden wir uns. Alles Gute. Macht's gut. Allen E-Mobilisten. Tschüss. Safety first. Yes. Freunde, ich verabschiede mich für heute hier aus dem schönen Kamen. Hier nochmal einmal im Hintergrund das Treffen, wie es hier heute abgelaufen ist. Sehr zu empfehlen, gutes Essen, nette Gastgeberin. Die Conny habe ich auch schon kennengelernt, die fährt auch ein Model S. Und ich verabschiede mich. Ihr seid die Community, seid dabei.